In wenigen Wochen startet das Phantasialand genau wie viele andere Freizeitparks in Deutschland in die Sommersaison 2022. Dafür laufen die Vorbereitungen im Park aktuell auf Hochtouren und auch wenn für dieses Jahr bisher keine größeren neuen Attraktionen angekündigt sind, gibt es die ein oder anderen kleinen, aber auch durchaus etwas größeren Veränderungen und zu erwartenden Neuerungen. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Viel Spaß! Vorab ein kurzer Disclaimer. Die gezeigten Bilder und Videos sind im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung im Park entstanden oder auch teils von außerhalb des Parkgeländes und wurden ausschließlich von zugänglichen Orten aufgenommen. Alle Aufnahmen, wenn nicht anders gekennzeichnet, wurden mir freundlicherweise von Besuchern des Events zur Verfügung gestellt und dürfen ohne Zustimmung bitte nicht weiterverwendet werden. Die Informationen in diesem Video stammen zu einem gewissen Anteil nicht offiziell vom Phantasialand und sind demnach ohne Gewähr und teilweise auch als Spekulationen zu verstehen. So viel dazu. Los geht's! Wir starten im Eingangsbereich des Parks, zumindest vom Haupteingang aus gesehen, welcher leider übrigens nicht überarbeitet wurde. Die erste Veränderung für die kommende Saison ist der Wegfall des Imbissrestaurants Kaisersnack auf dem Kaiserplatz. Von 1999 bis zum Ende der Wintersaison gab es hier in dem Gebäude gegenüber vom Schauspielhaus noch die Klassiker wie Pommes und Brat oder Currywurst zu kaufen, die man entweder to go mitnehmen konnte oder aber im etwas in die Jahre gekommenen Innenraum verzehren konnte. Der Kaisersnack verschwand allerdings schon bereits vor einigen Wochen von der Website des Phantasialands, was bereits ein erster Grund für Spekulationen in den diversen Foren war. Und das, wie auf aktuellen Bildern ersichtlich, auch völlig zu Recht. Der untere Teil des Gebäudes ist völlig leergeräumt und von einem Imbiss ist nicht mehr viel zu erkennen. Was uns an dieser Stelle nun erwarten wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt auch nur spekuliert werden, denn eine offizielle Info gibt es hierzu bisher nicht. Eine alternative Snackmöglichkeit halte ich aber für recht wahrscheinlich. Direkt daneben wird ebenfalls an dem Treppenaufgang zu Mexiko bzw. Deep in Africa gearbeitet, was jetzt nicht mäßig spannend ist, uns aber im perfekten Übergang zur nächsten Neuerung führt. Hierbei könnte man möglicherweise sogar von einer neuen Attraktion sprechen, allerdings ist noch nicht zu 100% ersichtlich, worum es sich dabei wohl handeln wird. Offizielle Informationen gibt es nämlich auch hierzu nicht. Im Bereich Deep in Africa entsteht derzeit mittendrin zwischen den Schienen der Black Mamba ein, wie es aussieht, Art Kletterpfad aus Holz vom Hotel Matamba aus. Mit einem, so der Anschein, Anschluss an den Bereich in Richtung des Eingangs der Black Mamba. So wirklich ist also noch nicht klar, was dort gerade gebaut wird und an welche Zielgruppe sich das Ganze richten wird. Auch eine Art Aussichtsfahrt halte ich durchaus für möglich. Eine Spielmöglichkeit für Kinder wäre aber auch denkbar, da etwas derartiges gut zum Konzept des Hotels passen würde, bisher aber noch nicht existiert. Bleiben wir gespannt, schreibt mir aber gerne mal eure Vermutungen zu dieser oder anderen Neuerungen im Park in die Kommentare. Machen wir weiter mit ausnahmsweise gleich zwei offiziell angekündigten Neuheiten für 2022. Zunächst wäre da das Silverado Theater, in das dieses Jahr der beliebte Showklassiker Jump zurückkehren wird. In dieser Saison mit dem Zusatz Stunts Under Construction. Was die Namensanpassung für die Show bedeutet, ist noch nicht bekannt. Die zweite Show-Neuheit erwartet uns in der Arena de Fiesta im Mexiko-Themenbereich. Hier soll es ab Saisonstart eine neue, spannungsgeladene Eisshow voller Leidenschaft, Energie und Emotionen geben. Weitere Einzelheiten sind auch hier bisher nicht verbreitet worden. Nicht weit weg von der Arena de Fiesta, auf Höhe der Splash Zone von Chiapas, wurden übrigens noch ein paar Holzkonstrukte aufgestellt, deren Sinn zwar noch nicht wirklich zu erkennen ist, die aber der Vollständigkeit halber trotzdem in dieses Video passen. Für alle Hotelbesucher gibt es in der rechten Hälfte des Parks noch eine weitere interessante Veränderung zu erleben. Der Pool des 4-Sterne-Hotels Ling Bao, das an den Chinatown-Bereich angrenzt, wird derzeit umfassend renoviert. Das gilt sowohl für den Innen- als auch den Außenpool des Hotels. Die Arbeiten hierfür sind wohl in vollem Gange. Zu guter Letzt eine für mich selbst wirklich sehr überraschende Änderung im Park ist der unerwartete Standortwechsel eines Fahrgeschäfts. Die Rede ist vom Zamperla Magic Bike Wolkes Luftpost. Zwischen 2010 und dem Ende der letzten Wintersaison stand das Rundfahrgeschäft in der Mitte des Rondells von Woostown zwischen dem Woostal, Woostown und Crazy Bats und gehörte wohl zu den Attraktionen, die so wirklich niemand auf dem Schirm hat. Daran könnte wohl auch der bisherige Standort liegen, was vermutlich der Grund für den Wechsel war. Jetzt steht die Attraktion auf der runden Fläche gegenüber des Schwanensnacks, die vor der Eröffnung von Ruckburg eine Art Preview-Platz für den neuen Bereich und Fly darstellte. Die Vermutung, dass hier irgendwann mal ein neuer Flatride entsteht, gab es bei vielen schon von Anfang an und nun ist es auch soweit. Meiner Meinung nach ein sehr sinnvoller Umbau. Vor einigen Jahren war hier übrigens noch der Zugang zu Race for Atlantis,
einer echten Phantasialand-Klassiker-Attraktion. Wenn ihr euch für die ehemaligen Attraktionen des Phantasialands und deren Überbleibsel im Park interessiert, solltet ihr euch unbedingt mal die Videos meines Formats Relikte im Freizeitpark anschauen. Zum Phantasialand gibt es davon bereits 3 Teile. Eine Wunschneuheit zum Abschluss wäre die neue Jahreskarte fürs Phantasialand und da bin ich sicherlich nicht der Einzige hier. Aber bisher gibt es auch dazu leider keine offiziellen Informationen vom Park. Sollte sich diesbezüglich etwas ändern, werdet ihr natürlich auch über Instagram darüber informiert. Zu diesem Video gehören neben den Neuheiten auch Veränderungen im Park und dazu zählt auch die Schließung von Attraktionen. Nach dem heutigen Stand, zum Saisonstart am 9. April geschlossen, bleiben Würzels Wassertreter, Vacobato und die Hollywood-Tour, wobei letztere nun auch ganz offiziell und dauerhaft aus dem Parkangebot genommen wurde. Die beiden anderen Attraktionen wurden von der Website entfernt, waren aber auch bereits in der letzten Saison geschlossen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Maßnahmen aus Lärmschutzgründen umgesetzt werden mussten, was auch sonst beim Phantasialand, und die Attraktionen daher möglicherweise in angepasster Form irgendwann wieder zur Verfügung stehen könnten. Das waren die bisher ersichtlichen Neuheiten und Veränderungen im Phantasialand für die Saison 2022. Ich hoffe, das Video und der kleine Einblick in Richtung Saisonstart haben euch gefallen und für ordentlich Vorfreude gesorgt. Falls ja, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Bald wird hier auf meinem Kanal auch ein neues Video über die mögliche Zukunft des Parks folgen, in dem wir wieder ein bisschen rumspekulieren und uns mit möglichen größeren Neuheiten, die uns in den nächsten Jahren im Phantasialand erwarten könnten, beschäftigen werden. Um dieses und weitere Videos dann auf gar keinen Fall zu verpassen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao.